Wie Sie es also schaffen, alles halb so schlimm oder doppelt so gut zu finden, diese Erkenntnis stellt Ihnen ein Buch in Aussicht, das heute Vormittag im Café Zentral präsentiert worden ist. Das heißt Frustschutzmittel. Im Wesentlichen geht es darum, unser Leben halt einmal glücklicher zu machen. Sascha Bogter war heute bei der Präsentation dabei, hat bei dieser Gelegenheit auch mit dem Autor des Buches, Roman F. Schädiger, gesprochen. Und der ist ein wahres Multitalent. Arzt, Zauberkünstler, Agenturleiter und Pionier und Mitbegründer eines einzigartigen europäischen Sozialprojektes, der Klinik-Clowns. Und schafft er es denn selbst, die Dinge immer so positiv zu sehen? Das ist eine gute Frage. Natürlich, man ist Mensch und es gibt Tage, da überlegt man sich, bleibe ich lieber liegen? Aufgrund meiner Erfahrung zeigt sich aber dann, dass ich mich dann in den meisten Fällen eben selber motivieren kann und sagen, hey, also diese Selbstmotivation, die kann man lernen. Da gibt es auch gute Tipps da drinnen, wie kann ich eben dieses Glas nicht nur halb leer, sondern halb voll sehen. Und das schönste Kompliment, das man von Menschen bekommt, ist, wie kannst du in diesen Zeiten so glücklich sein? Ja, wie? Der Weg dorthin führt laut Roman F. Seliger über Leichtigkeit, Freude und Humor. Miteinander lachen. Das ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann. Nicht übereinander, sondern miteinander. Eine Minute Lachen bringt 20 Minuten mehr auf unser Lebenskonto. Also Humor führt zum Glück und die Freude. Freude ist etwas, was wir oft unterschätzen. Wir geben uns nicht mehr die Erlaubnis, glücklich zu sein, sondern wir finden tausend Gründe, warum wir es eigentlich nicht sein dürfen. Krisen, Weltsituation hat sich verändert und eigentlich älter wird man, auch das ist schlimm. Ich glaube, das kann man sehr wohl durch diese Einstellung, die man ändert, wirklich verändert. Zu diesem Thema findet sich im Buch Frustschutzmittel übrigens ein herrliches Zitat von Karl Valentin, der gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Wir nehmen viele Dinge extrem schwer. Wenn Sie überlegen, wir beschäftigen uns 65.000 Mal mit irgendwelchen Gedanken. 39.000 Mal denken wir pro Tag über Sorgen, Ängste, Ärger. Und dagegen hilft eben die Leichtigkeit, also die Dinge einfach nicht so schwer zu nehmen. Dazu empfiehlt Seliger im Kapitel über die Geheimnisse des Freuens, nehmen Sie das Leben generell nicht so ernst. Sie kommen ohnehin nicht lebend raus. Ja, Frustschutzmittel, mehr zum Buch bei den Kolleginnen beim Radio Wien Servicetelefon 89 9 95 3.